Und nach diesem epischen Intro heiße ich euch herzlich willkommen bei Harry Potter und der Orden des Phönix, dem fünften Spiel für PC von EA. Und das ist mein absolutes Lieblingsspiel von der Reihe, definitiv. Wenn man sich irgendwie das erste Mal so fühlt, als ob man in Hogwarts ist. Und zwar wirklich. Es ist so ein unglaubliches Open-World-Spiel in der Harry Potter-Welt, in das, glaube ich, auch unglaublich viel Liebe geflossen ist. Wenn man sich das anguckt. Also das ist zumindest ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Das ganze Schloss quasi nachzubauen, jeden einzelnen wichtigen Raum, den es jemals gegeben hat in den Filmen und Büchern. Und ich freue mich drauf, das auf 100% zu spielen. Auch wenn ich das, glaube ich, auch sehr höchstens einmal gemacht habe. Und ich würde sagen, wir stürzen uns gleich mal in die Story rein. Zeit? Hey, Big D. Wieder einen 10-Jährigen verprügelt? Wenigstens jammer ich nicht im Schlaf. Lass Cedric leben! Was meinst du damit? Hey! Er rennt einfach weg. Ja, wir sind jetzt schon quasi in-game. Die Cutscenes, auch hier ziemlich cool, finde ich. Ich mach gar nichts. Auch wenn Harry die ganze Zeit aussieht wie so ein grumpy 40-Jähriger, aber hey. Man kann nicht alles haben. Okay. Expecto Patronum! Linke Maustaste! Krieg ich hin! Bam, Junge! Haut ab! Okay, das haben wir geschafft. Das Tutorial quasi. Boah, ich freue mich. Ich hab Bock. Zauberei Minderjähriger in Gegenwart von Muggeln. Ja, so kann man es nennen. Ist Potter ein Verschwörer? Ja, das ist ja das Jahr, in dem... eine Gefahr für die Gemeinschaft der Zauberer. ...auf Harry einiges einprasselt. Das war Selbstverteidigung! Das war Selbstverteidigung! Hallo, Harry! Schön, die anderen Mitglieder des Ordens haben dich sicher hierher gebracht. Ja, nachdem er endlich gepackt hat. Bis dann, Harry. Ja, danke, Tonks. Was soll denn das heißen, nachdem er endlich gepackt hat? Willkommen am Grimoire-Platz. Ich pack hier, wann ich will. Dem Hauptquartier des Ordens des Phönix. Was für ein Orden? Eine Geheimgesellschaft. Die Leute, die das letzte Mal gegen Voldemort gekämpft haben. Komm, ich zeig dir alles. Was hast du gemacht? Spielt doch keine Rolle, solange ihr euch hier im Hauptquartier des Ordens bestens amüsiert habt. So aufregend war das gar nicht. Die meiste Zeit haben wir Mom beim Putzen geholfen. Mrs. Weasley ist mit sehr viel Eifer bei der Sache. Kannst du mir helfen? Ich muss alle Sachen an die Wand stellen, damit Mom den Boden wischen kann. Mach nur, Harry. Du bist jetzt nicht mehr bei den Dursleys und darfst Magie verwenden. Versuch's mal mit Aktion, Depul, so. Schön, diese Logik, Sirius. Aber diese Zauber beherrsche ich noch nicht. Mach's mir einfach nach. Boah, Ginny, du bist in der vierten Klasse. Wie beherrschst du bitte keine Aktie? Ziele zuerst auf den Mensch, Stuhl. Ey. Schwenke deinen Zauberstab dann so und sag Aktio. Ja, und da sehen wir auch schon die größte Neuerung. Man spielt das Spiel jetzt quasi mit der Maus als Zauberstab. Ja? Man kann es auch mit WASD, glaube ich, die Zauber ausführen, aber es wäre ja langweilig. Deswegen muss ich jetzt auf meinem Mauspad rumeiern mit der Maus und immer schön nach hinten ziehen. Für Aktio. So, wir verwüsten jetzt den ganzen Raum. Vielleicht bin ich sogar vor dem Nachmittagstee fertig. Mit Aktio kannst du Dinge zu dir ziehen und mit Depulso kannst du sie wegdrücken. Alles, was du tun musst, ist zielen, deinen Zauberstab so schwenken und Depulso sagen. Depulso. Ich muss sagen, die Grafik ist auch gar nicht mal so kacke, ne? Ich meine, das Spiel ist jetzt schon echt was älter. Genau so. Es sieht jetzt nicht mega geil aus, aber es ist halt okay, ne? Das war spitze, Harry. So, jetzt haben wir alles von links nach rechts geschoben, was auch immer uns das gebracht hat. Nach dort drüben stellen? Genau.
beim wunderschönen Stammbaum der Blacks hier. Na, Jenny, du machst das schon, ne? So, hier die Lampe. Nein, nicht Aktio. Da fängt schon an. Das ist so... naja, blöd nicht. Es ist cool gemacht. Aber es ist schwer, die einzelnen Zauber immer auseinanderzuhalten. Und dass er die richtig erkennt. So. Vielleicht hat Mom jetzt mal 5 Minuten auf zu meckern. Ja, hoffentlich. Hast du Ron oder Hermine gesehen? Die Fenster könnten noch geputzt werden. Sie müssen hier irgendwo sein. Suchen wir sie. Bis bald, Jenny. Wie war dein Sommer? Ihr habt euch bestimmt toll amüsiert, während ich bei den Dursleys festsaß. Wir mussten schwören, dass wir dir nicht schreiben. Dumbledore dachte wohl, das sei das Beste. Er war echt wütend, als er von den Dementoren gehört hat. Wenn ich nicht bei den Dursleys festgesteckt hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Musst du Molly auch beim Aufräumen helfen, Hermine? Ich soll das hier reparieren. Dann helfen wir dir. Dafür brauchen wir Repar. Jo, was Sie war denn hier für eine Party? Ziele auf den kaputten Gegenstand. Dann schwenkst du deinen Zauberstab so und sagst Reparo. Oh Gott, das sind die schlimmsten Zauber, ey. Einmal im Kreis mit der Maus. Ich werde mir Mühe geben. Also gut, reparieren wir den nächsten Gegenstand. Also gut, wir werden hier... Jawohl, Hermine hat es auch hingekriegt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Na los, Danke. Hermine. Mach hier Ordnung. Dann hört Molly vielleicht endlich auf zu schimpfen. Mach hier Ordnung. Schöner Befehlston, Sirius. Kann man hier eigentlich woanders hin? Ich will noch keine Ordnung machen. Lass mich mal hier dein Haus erkunden, Sirius. Das kennen wir aus dem Film. Größtenteils. Ja, hier komme ich nicht durch, wa? Sprinten kann man auch. Geht's hier hoch, die Treppe? Hier ist doch die Treppe, oder? Theoretisch? Ne, ist auch eine Tür. Es tut mir leid, wenn du sauer bist. Aber ich hab versucht, dir zu schreiben. Ja, ich helfe dir, ja. Ist gut, Hermine. Okay. Gott, ey. Das ist ganz schön anspruchsvoll, das richtig zu kreisen. Aber es ist nett von Sirius, dass er uns hilft. Der Hermine kann auch mal was machen hier, ne? Nicht nur dumm rumstehen. Reparo! Hier würde sicher nicht so ein Chaos herrschen, wenn Creature ein wenig Hilfe hätte. Creature würde es nie zulassen, dass ein anderer Hauself das Haus seiner Herren besudelt. Wer ist Creature? Ein nichtsnutziger Hauself. Deine anderen Freunde möchten dich bestimmt sehen. Suchen wir sie. Kommt der eigentlich im Spiel vor? Das frage ich mich gerade. Was ist denn passiert mit den Dementoren? Sicher bin ich mir nicht. Ich dachte, du wärst bei den Muggeln sicher. Sei froh, dass Lupin dir Expecto Patronum beigebracht hat. Und wie froh ich bin. Vor allem darüber, dass ich von Hogwarts verwiesen werde, weil ich einem Dementor davon abgehalten habe, mich zu küssen. Du wirst schon früh genug wieder in Hogwarts sein. So schnell auch wieder nicht, denn ich werde eine Weile zum Packen brauchen. Dann helfen wir dir. Ja, es, man braucht lange dafür, 3 Hemden einzupacken. Das kann schon etwas dauern. Die sind halt sogar schon zusammengelegt. Kann man also circa 20 Sekunden reinlegen. Falsche Richtung, Sirius. In welchen Schrank? Du meinst wohl in den Koffer? Oh Gott. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Ja, hab ich doch hingekriegt. Und da sind sie drin. Oh, nee. Gut gezaubert. Wie sehe ich nochmal um? Mit A, oder? Hat geklappt, sehr gut. Das nächste T-Shirt. Gut gemacht, Harry. Ron hat anscheinend echt eine Menge Klamotten. Was ist das denn? Ist das eine Hose? Ist das so eine Schlafanzughose? Ich kann, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wow. Ja, passt. Hauptsache drin. Gut gezaubert. Boah, sehr gut, Ron, ey. Du machst das super. Du hast den Dreh raus. Jetzt lass uns hier aufräumen. Als ob du uns diese Zauber noch beibringen musstest, ne? Das kennen wir ja sowas von schon. Ja. Oh, stand da jemand rechts? Warte mal. Oh, ich kann mich nicht umgucken. Scheiße. Nee. Was ist denn das? So wie so eine Puppe. Danke. Wieso herrscht hier eigentlich so ein Chaos? Wingardium Leviosa. Weil es dein Zimmer ist, Ron. Nützlich, um Dinge herumschweben zu lassen. Und Rons Socken nicht anfassen zu müssen. Oh, Hermine hat sich schlau gemacht. Sie können dich nicht von der Schule verweisen. So, so. Was wollten die Dementoren eigentlich? Das würde ich auch gerne wissen. Ich muss zu einer Versammlung des Ordens. Bleib du bitte bei deinen Freunden, Harry. Gerne doch, Sirius. Ob die Versammlung wohl wichtig ist? Suchen wir die anderen.
Ach, Fred und George. Guten Abend. Alle warten auf Sie. Da lang bitte. Es ist Dumbledore. Ach nee. Denkst du, was ich denke? Die Langziehohren. Tatsächlich eine sehr nützliche Erfindung, wenn es sowas in echt geben wir würde. Wir können den Tarnumhang benutzen, aber es wird immer schwieriger, sich zu verstecken. Voldemort scheint die Sache sehr wichtig zu sein. Wir müssen einen Weißt Weg du was? Finden. Voldemort ist hinter irgendeiner Waffe her. Etwas, mit dem man viele Leute ermorden kann? Psst. Die Versammlung ist zu Ende. Hat Fred ihn gerade Voldemort genannt? Ich hoffe, unsere Leute kriegen es. Das ist ja richtig out of character. Ja. Oh oh. Fast da. Das ist halt echt richtig gut gemacht, dieses Spiel. Fast da, Harry. Gerichtsraum 10? Vor dem gesamten Zaubergamott? Und wegen Zauberei Minderjähriger? Mit dieser Musik. Ruhe, Ruhe! Alle, die für eine Verurteilung sind! Keiner ist für eine Verurteilung. Wir möchten unsere neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste begrüßen. Professor Dolores Umbridge. Sie... Herr Direktor, danke vielmals, danke. Das Zaubereiministerium hat der Ausbildung immer die... Sind ja viele Lehrer da gerade. ...Bedeutung beigemessen. Alle im Urlaub noch. Muss dem Fortschritt um des Fortschritts willen eine Absage erteilt werden. Ein Sie ist der Freundin von Falsch. Also Sie war bei der Anhörung. Zwischen Altem und Neuem. Wirklich aufschlussreich. Ein Haufen Geschwafel. Das Geschwafel enthielt wichtige Hinweise. Wo wir Verhaltensweisen finden. Vielen Dank, Professor Umbridge. Und alle Neuankömmlinge heiße ich herzlich willkommen in Hogwarts. So, da sind wir auch schon da in Hogwarts, wa? Boah, diese Musik, die ist ja aus dem allerersten Teil. Das ist ja ein richtiges Oldschool-Feeling hier. Boah, hab ich ja ewig nicht gehört. Seit meinem Let's Play davon. Ich freue mich, dass du Vertrauensschüler wirst. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich dachte, du bekämst den Job. Nee, stimmt, das ist ja auch im Fünften. Ich hab zu viel Ärger gemacht. Ja, daran wird's wohl liegen. Los, gehen wir in den Gemeinschaftsraum. Wie sagten Fred und George, keiner, der noch alle Tassen im Schrank hat, macht Ron zum Vertrauensschüler, nicht wahr? Und wir sind hier in der freien Welt. Wir können uns frei bewegen. Ja, lass die Bank in Ruhe, Harry. Und wenn ich, glaube ich, C war es. Genau, das weiß ich nämlich noch. Sehen wir oben rechts. Wir haben hier 0% entdeckt im Innenhof. Wir haben auch noch nichts gemacht hier. Logischerweise haben wir 0%. Und nach und nach werden wir halt in jedem Gebiet die 100% haben müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier, glaube ich, Wingardium machen. Harry, guck hoch, Harry, guck hoch. Ich sehe nichts, die Kamera kann ich nicht verstellen. Dann kriegen wir Punkte. Hier ist noch einmal einer. Oh, ach ja, erstmal kommt die Olle. Oh, ah. Hast du eine Entdeckung gemacht, Harry? So kann man Hörte. Das nennen. Nun, ich habe was gefunden. Wo steht die andere denn dann noch? Eine Entdeckung? In ganz Hogwarts sind Dinge versteckt. Du solltest sie suchen. Bei unserem Glück finden wir eine zweite Kammer des Schreckens. Nur dieses Mal voller Spinnen. Keine Spinnen. Besondere Dinge. Dinge, die die meisten Menschen niemals zu sehen bekommen. Du meinst, es gibt noch eine Kammer? Keine Kammer. Eher ein Raum. Ich habe ihn gefunden, als ich mich im Kanal versteckt habe. Immer wenn jemand eine Entdeckung macht. Klingt nach einem tollen Raum. Dinge. Geheime Dinge. Geheime Wo ist dieser Raum der Belohnung? Oh, na klar, fragt einfach Myrte. Myrte wird's euch schon verraten. Es ist ein Geheimnis. Myrte verrät es uns auch, wenn wir dran vorbeikommen. Wir müssen es selbst herausfinden. Nee, eigentlich nicht. Aber ich find's gut, wie die andere Gryffindorin hier einfach so tut, als ob sie Freunde hätte und mit uns hier abchillt. Aber ja, es gibt hier noch diese Erfahrungspunkte quasi, die wir jetzt gleich auch wieder kriegen. Oh, verdammt. Ich renne hier von einer Katze in die andere. Er ist sicher im Auftrag des Ordens unterwegs. Psst, nicht so laut. Leise, George, sonst zieht er uns Punkte ab. Und jetzt beeil dich, sonst hält dir Hermine wieder eine Standpauke. Halt, wollen wir nicht. Kann ich euch helfen? Nicht gerade der Hellste, was? Ich schwöre feierlich, dass er nicht der Hellste ist. Ach so. Ah, die Karte des Rumtreibers.
Da hat's Klick gemacht bei Harry. Ich schwöre feierlich, dass ich in Tu nicht gut Und auch das haben sie hier gemacht. Eine komplette Karte der Schule. Ja, wir haben hier alles. Siebter Stock, Schlafsaal, Kräuterkunde, das ist das hier, Umbridge-Büro, Glockenturm und so weiter, Eulerei, bla bla bla. Wir sind gerade hier unten irgendwo, Eingangshalle. Ja, die Aufgabenliste. Wir sollen zu Hermine Granger. So. Unheil angerichtet. Geh besser nach und du weißt, wie Hermine reagiert, wenn du zu spät wenn wir das auf der Karte markieren, kriegen wir diese Füße. Die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, weil ich ungefähr weiß, wo die meisten Leute sind. Aber ich wollte nochmal zurückkommen zu den Prozenten. Jetzt haben wir schon 4% aus dem gesamten Innenhof entdeckt, was man hier machen kann. Wie gesagt, das machen wir nicht alles auf einmal, aber irgendwann mal, wenn es an der Zeit ist. Und hier würde ich natürlich gerne durch, aber der Weg ist versperrt. Das geht dich gar nicht so an. Gemeinschaftsraum sein und sich auf ein neues, erfolgloses Jahr vorbereiten. Ach ja, Snape, guter Mann. Immer wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ihr Orientierungssinn ist genauso schlecht wie Ihre Kenntnisse über die Schulordnung. Shots feiert, ey. Ja, das Einzige, was in dem Teil ein bisschen doof ist, ist, dass man überhaupt nicht... Warte mal, da ist doch noch viel zu früh, um das zu singen. Dass man überhaupt nicht die Kamera ändern kann, sondern die ist quasi... Naja, kommt drauf an, in welche Richtung man läuft. So dreht die sich, aber die mit der Maus kann man die nicht steuern oder so. Ist die Eingangshalle. Die haben in einer einzigen Unterrichtsstunde fast 100 Millionen Holzläuse gefressen. Das ist sehr interessant, was Boat Rockets machen mit dieser Goldstatue. Hier ist eine Besenkammer später, aber es, das meiste ist halt noch zu. Wir müssen erstmal in den Gemeinschaftsraum. Hallo, Harry. Hallo, Joe. Nun, ich wollte nur mal Hallo sagen. Hattest du einen schönen Sommer? Natürlich abgesehen von der Anhörung und dem Beinahe-Verweis. Ist das ein Tornados-Abzeichen? Du bist doch kein Tornados-Fan, oder? Doch, bin ich. Bis später, Harry. RIP Tornados. Ja, man trifft auch noch eine Menge, also eigentlich fast alle Charakter, die man so kennt aus dem Buch. Sind doch alle nur Tornados-Fans, weil die Meister geworden sind. Einfach so zwischendurch. Als Nebenmission oder wir stehen da halt rum. Das ist alles echt ganz cool gemacht. Man hat wirklich so das Gefühl, man kann selbst bestimmen, was man hier gerade macht in dieser Schule. Natürlich gibt es eine gewisse Story, der man folgen muss, aber naja, das gibt's ja, muss es ja in einem Spiel geben. Außer es gibt vielleicht ja irgendwann doch mal ein Open-World-Hogwarts-Spiel, was ich unglaublich feiern würde, aber ob das technisch momentan schon möglich ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. So, Myrte, wo bist du? Hier ist der Raum, wovon du geredet hast. Normalerweise wartet die doch hier vor, oder? Wahrscheinlich erst, wenn wir aus dem Geheimraum, aus dem Gemeinschaftsraum wieder rauskommen. So. Alles klar? Jo, bei mir alles gut. Bei dir? Passwort? Ich kenne es nicht. Du? Ich dachte, Vertrauensschülern wird es vorab mitgeteilt. Nun, es war irgendwas mit, Ich kenne es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie haben uns so viel erzählt. Ach, Ron ist der Beste, super. Ey. Wie kommen wir jetzt rein? Kein Passwort, kein Zutritt. Ja, ja, klar. Ist ja nicht so, dass wir da schon 4 Jahre in diesen Gemeinschaftsraum gehen. Das ist aber ein Zufall. Hier ist ja gerade... nicht weggehen, Junge. Hallo? Hallo, kennst du das Passwort für den Gemeinschaftsraum? Mimbulus Mimbletonia. Gut. Test bestanden. Jetzt ab. Bis später. Oh. Genau. Erstmal nichts anmerken lassen. Passwort! Mimbulus Mimbletonia. Richtig. Oh, richtig. Sehr schön. Wo habt ihr denn gesteckt? Wir haben eventuell das Passwort vergessen. Schwarzen Brett nach. Ja, ich versuche es, wenn Harry seinen Zauberstab mal zieht. Ah, guck mal, wie geil er den immer zieht. So, als ob der von einer Sekunde auf die andere in Action ist. So. Oh, das war das Falsche. Aber es gibt nochmal Punkte. So. Und jetzt muss ich das, glaube ich, mit, genau, zum Erforschen unfassbar, das drücken. Unfassbar, nicht wahr? Eine Doppelstunde Zaubertränke am Montag. Unfassbar. Wir sollten Neville suchen. Oh, das muss echt scheiße sein. Sicher noch nicht angesehen. Und als nächstes haben wir diese Umbridge in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Vielleicht sollten wir mal auf deiner Karte nachsehen. Zum Start in die Woche einfach mal fucking Snape in der Doppelstunde. So, auf der Karte gucken wir natürlich Dolores Umbridge. Müssen wir insgesamt hin? Neville Longbottom. Müssen wir finden.
Der ist schließlich unser Homie. Dem müssen wir Bescheid sagen. Ja, wir halten uns hier noch gar nicht viel... Boah, das Laufen ist ein bisschen doof. Noch gar nicht viel mit irgendwelchen Prozenten und Punkten auf. Sondern wir gehen erstmal zur Verteidigung in die dunkle Künste. Da ist dann nämlich schon die Myrte. Ihr habt ihn also gefunden? Was gefunden? Den Raum, von dem ich euch erzählt habe. Ja. Ihr müsst durch das Porträt dort. Boah, also ehrlich, was fällt der denn ein? Eine Schande für die Augen, das ist sie. Hey. Das war jetzt schon ein bisschen gemein, ne, ich Kollege? Ich möchte zum Raum der Belohnungen. Ich möchte auch viel, wenn der Tag lang ist. Bitte nervt jemand anderen. Brauche ich ein Passwort, um eintreten zu können? Seid ihr taub? Ich sagte, ihr sollt verschwinden. Okay, das ist nicht so der Netteste. Wir könnten aber auch hier bleiben, bis Myrte zurückkommt. Myrte mag Harry. Ich wette, wenn Harry sie bittet, wird sie gerne für immer hier bleiben. Was? Sie können uns entweder reinlassen oder Harry wird Myrte bitten, hier rumzuspuken. Für immer. Du, mein Mädchen, bist bewundernswert hartnäckig. Tretet ein. Und sag dieser Heulsoße, sie soll mir vom Hals bleiben. Also ich kann für nichts garantieren, Kollege. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch immer erstmal rein. Wenn du Sachen findest, wird meine Fiole schwerer. Das du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Das tut mir überhaupt nicht leid für dich, Kollege. Weil hier ist nämlich der Raum, wo wir quasi den Fortschritt kriegen. Hier gibt es eine Menge Pokale. Ach, Myrte, geh mir nicht auf den Sack. Ich will doch hier gerade selber erklären. Ich hab auf dich gewartet. Du hast viele tolle Sachen gefunden, nicht wahr? Nee, eigentlich nicht. Niemand wird so schnell im Sachen finden wie du. Das bezweifle ich. Du suchst fleißig weit. Ja, sicher. Dann fühlt sich der Belohnungsraum. Ich werde niemanden davon erzählen, Harry. Das ist nett. Es gibt so viele interessante Dinge hier, was hier wohl noch so alles erscheinen wird. Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus, Leute. Also es gibt hier die Pokale, wir sehen hier schon zum Beispiel, erreiche in allen Fächern ein O zum Beispiel. Oder erfülle alle Hausaufgaben der Lehrer. Oder auch finde alle fliegenden Geschöpfe von Hogwarts. Die werden wir natürlich alle holen irgendwann. Und dann gibt es hier diese, ja, flucht er denn da schon wieder rum, diese Belohnung. Und für die braucht man halt die Punkte, die wir die ganze Zeit sammeln. Und wenn man 100% hat, hat man halt alle. Und dahinter verbergen sich kleinere Videosequenzen über entweder Konzeptarts oder Interviews mit den echten Schauspielern und, oder sonst was. Ja, ich habe die mir selber nicht oft angeguckt. Ich lasse mich da selber überraschen. Ich habe mir den Fluch auf den Hals gehetzt. Immer wenn du etwas entdeckst, tut mir der Arm weh. Ja, ist mir völlig egal. Und deswegen, wie gesagt, ich habe Bock auf 100%, dass wir da auch alle kleinen Filmchen gucken. Nein, Treppe, bleib doch da. Ich muss hier doch lang. Auf zu Neville. Ich weiß gar nicht genau, wo der ist, aber die Karte wird mir das schon zeigen. Na, hier rein. Dritter Stock. Ups. Kamerawechsel hat mich ein bisschen überrascht. So. Ich glaube, das hier ist auch ein Filmschauplatz, oder? Der wird, glaube ich, öfter auch mal gezeigt. Hier können wir zumindest auch schon mal die Ritter wieder gerade biegen. Ja, salutieren ist auch gut. So, steh richtig, Kollege. Der gibt eine Menge Punkte. Meine Güte. Noch 5 bis zum nächsten Level. Ja, guck mal. Dann machen wir doch nochmal den hier. So. Damit Myrte nochmal kommen kann und uns auf die Nerven gehen kann. Deine Zauber sind nun mächtiger. Stimmt, das war auch noch. Das gab es auch noch dafür. Aber ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Jetzt hätten wir nämlich schon die erste Belohnung freigeschaltet, aber ich würde mal sagen, wenn, dann gucken wir uns die alle am Ende an, wenn wir auch alle haben. Na komm. Jawohl. Erste kleine Rätsel gelöst. Alle Wachen stehen jetzt wieder kacke. Ah ne, hat sich in die richtige Position teleportiert. Und wenn wir hier gucken, 31% in diesem dritten Stock schon erreicht. Alleine dadurch. Ah, die lassen wir erstmal noch. Oh, meine Güte, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, aber da kommt man schon wieder rein. Hi. Alles klar. Alles klar. Ja, stimmt, es gibt ja auch noch diese random Gespräche hier zwischendrin einfach mal. Und das hier, dieses Bild, da gibt es 4 von. Und wir sehen ja vielleicht schon, wer da drauf ist. Und wie man zusammensetzt, ist jetzt natürlich nicht so besonders schwierig, ne? Seien wir ehrlich. Das ist ja relativ eindeutig, welches Bild wohin gehört. Aber wenn es 4 Stück gibt, kann man sich schon fast denken,
was die für einen Sinn haben. Hallo, dahin habe ich nicht gedrückt. Hier lang, Harry. Jo. Nein, nicht den komischen Bongo da. Haben wir den aus Versehen aktiviert, egal. Gibt ja auch Punkte. So. Vielleicht sieht man es jetzt besser. Ist natürlich unser Hausgeist, der fast kopflose Nick. Bei allen anderen Porträts erscheint der Geist dann auch, aber bei Nick ist das halt so, dass der einfach, glaube ich, irgendwie teilweise erscheint. Zwischendurch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben wir ein neues fliegendes Geschöpf entdeckt, einen Raben. Da ist Neville. Den Zauberstab weg. Boah, Neville, ey. Du bist ein Kopf größer als die. Schelle rechts, Schelle links und fertig. Guck mal, ich kann zwar noch keine Zauber, aber ich bin Harry Potter. Hey. Jawohl. Das sag ich meinem Vater. Danke. Ich wollte sie abhalten, ein paar Erstklässler zu ärgern, aber dann sind sie auf mich losgegangen. Du hast es zumindest versucht, Neville. War das nicht gegen die Schulordnung, Hermine? Das war an sich eine noble Aktion von Neville, aber gegen die dunklen Künste. Da darf halt nicht so... Naja, egal. Lässt er sich selber von den Erstklässlern fertig machen, ey. Aber jetzt ist der Gryffindor-Squad unterwegs. Zu viert Richtung Umbridge. Das kann ja eine schöne Stunde werden. Ja, da wollte ich hin. Wir kennen ja Umbridge nur zu gut. Gehen wir zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, Harry. Hier ist die Hexe. Genau, das wusste ich mir auch noch. Man kann hier... Das ist einer der Korridore, die zum Honigtopf führen. Diese kleine Sequenz triggern. Die Hauselfen könnten sich eigentlich darum kümmern. Wie wär's, wenn du sie freiräumst? Wieso sollte ich? Ich bin doch kein Hauself. Boah, Ron realisiert's auch nicht, wa? Ey, was ist denn hier los? Ron ist halt so einer, der läuft voll ins Fettnäpfchen, wird quasi so halb drauf hingewiesen und läuft dann nochmal rein. Das ist sein Charakter. Auf geht's. Auf zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das weiß ich, Hermine. Hier haben wir auch so einen Wasserspeier. Davon gibt's auch ein paar in Hogwarts. 5 oder 6 Stück, glaube ich. Habt ihr von dem Squib gehört, der 500.000 Galleonen gewonnen und alles in Kleingeld getauscht hat? Sein Name ist Knute! Ja, weil das kleine Wizard Kleingeld natürlich auch Knut heißt. Das hier ist der Wasserspeier, der Witze erzählt. Der hat so 2, 3 auf Lager. Elfen braucht man, um einen Drachen zu füttern. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie hungrig er ist. Das sind auf jeden Fall spitzen Witze, aber hören wir uns natürlich alle an. Einen hab ich noch. Warum nimmt der Zauberer seine Haushälterin mit zum Joggen? Damit er der Schnellste ist. Scheiße. Die fand ich sogar, naja, wie halbwegs gut. Wie viele Slytherins braucht man, um einen Hippogreif zu füttern? 10. Einen, der ihn füttert. Und 9, die behaupten, sie hätten so gute Beziehungen zum Ministerium, dass der Greif von alleine satt wird. What the fuck? Was ist das hier für ein Vorurteiler, Wasserspeier? Habt ihr von dem Squid gehört? Ja, okay, gehört, den kennen wir schon. Kann ich das irgendwie skippen? Ja, okay. Sein Name war Knut. Ja, ist auf jeden Fall Next Stand Up. Eber, das Viech. Zauberstäbe weg, Kinder. Nun zu den... Der arme Vogel. ...den Zaubergrade-Prüfungen. ZAG. Lernen Sie konzentriert, dann werden Sie von mir belohnt werden. Wie Harry Wenn immer Sie guckt, das ist echt das Geilste. Tun, werden die Konsequenzen möglicherweise hart werden. Hier steht kein einziges Wort darüber, wie man defensive Zauber wirkt. Zauber wirken? Ich kann mir nicht vorstellen, wozu Sie einen defensiven Zauber brauchen. Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil Lord Voldemort wieder das da ist? Ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Er stand vor mir. Ich habe ihn bekämpft. Nachsitzen, Mr. Potter. Nachher, in meinem Büro. Also. Guter Einstand. Jetzt lesen Sie bitte Kapitel 1. Erste Stunde, erstes Nachsitzen. Für Anfänger. So muss das sein. Das war ja super. Ich fasse es nicht, dass sie in unserem Zack ja keine Zauber mit uns übt. Darüber zerbrichst du dir den Kopf? Dass ein Lehrer mich Lügner genannt hat, ist dir wohl völlig egal. Fragen wir doch mal Fred und George. Sie haben die 5. Klasse schließlich schon hinter sich. Die beiden? Die haben doch eh nichts als Blödsinn im Kopf.
Wir haben doch nichts zu verlieren, stimmt's? Na los, suchen wir sie. Ja, wenn Fred und George schon die letzte Hoffnung sind, dann ist alle Hoffnung verloren. Ich versuche da jetzt mal, ich könnte jetzt wieder auf die Karte gehen, aber ich habe dieses Spiel ein paar Mal gespielt. Und ich kenne mich aus im Schloss ein bisschen. Ich weiß, dass sie im Verwandlungsinnenhof sind. Ich frage es nur, wie kommt man in den Verwandlungsinnenhof, nicht wahr? Fall vom Besenpotter, ich glaube es wohl. So, hier ist noch eine Sache, die man sammeln kann. Mit Wingardium, wenn er den mal macht. Nicht Incendio, Harry. Und zwar Schachfiguren. Wie viele Schachfiguren gibt es denn? Ein paar. Auf jeden Fall von jeder Farbe, von jedem ein. Und die sind halt überall und nirgends versteckt auf dem Schloss. Im Schloss, nicht auf dem Schloss. Falsche Ortsangabe. Ja, ja, ich weiß, dass sie draußen sind. Erstmal gehe ich hier runter. Ah, wir sind, glaube ich, schon fast da sogar. Hier ist erstmal noch ein... Ne, warte mal, jetzt sind wir hier. Wo die Bibliothek ist, richtig? Jo, da am Ende des Ganges. Ich muss meiner Mom schreiben. Ich werde morgen einen Brief von ihr bekommen. So, die Schachfigur können wir nochmal aufdecken. Der schwarze Läufer. Das ist auch echt cool in dem Spiel. Man muss tatsächlich Schach spielen, um 100% zu erreichen in diesem Spiel. Da freue ich mich auch drauf. Hallo Harry. Alles klar. Alles klar. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Und ich glaube, da wir auf schwer gestellt haben. Oha. Ist tatsächlich das Schachspielen gar nicht so einfach. Hübsche Frisur. Ja, musst du gerade sagen. Guck dich mal an, ey. Ah, ich glaube, hier gibt es noch ein paar Schachfiguren. Die Frage ist nur, wo hinter? Weil nicht hinter jedem ist eine. Da dürfte auch keine hinter sein. Hier vielleicht? Auch nicht. Oder ich verkacke den Zauber halt einfach. Auch nicht. Da aber. Ja, guck mal. Wusste ich doch. Die schwarze Dame. Ich glaube, das war auch der Einzige, der hier ist, ne? Wenn wir jetzt hier rausgehen... Ja, guck mal. Meine Erinnerung trügt mich nicht. Ich würde aber sagen, bevor wir Zauber bei Fred und George lernen, ist der erste Part auch vorbei. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel und der Part. Und wir sehen uns dann, wie sieht er denn an? Beim Zauberlernen mit Fred und George. Bis denn.